Das ist Peter. Peters Lebenslauf liest sich wie ein Bilderbuch. Zu Beginn seines Lebens macht Peter vor allem eines: Lernen. Nach einem guten Schulabschluss startet er erfolgreich in das Berufsleben. Gründet mit Katrin eine Familie, baut das eigene Heim, investiert sinnvoll sein Geld, geht seinen Hobbys nach und steuert irgendwann zielgerichtet auf die Rente zu. Dort angekommen, genießt Peter mit seiner Katrin den wohlverdienten Ruhestand. Er besucht mit seiner Katrin die Geburtstage seiner Enkelkinder, kassiert bei dem Mieter seiner Systemimmo die monatliche Miete, fliegt mit seiner Katrin in den Urlaub. Dieses Bilderbuchleben. Wer will das nicht? Aber halt! Dafür hat Peter zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen getroffen. Peter stellt sich den Fakten, vor allem was das Thema Rente angeht. Ihm ist klar, dass er eine sichere Grundversorgung bekommt. Nur, wie hoch ist sie? Schließlich liest und hört er fast jeden Tag Begriffe wie Altersarmut etc. Ich will es jetzt genau wissen, denkt er sich. Peter hat einen guten Arbeitsplatz. Er verdient einen anständigen Bruttolohn. Übrig bleiben netto 2000 Euro. Doch die Einnahmen sind schnell verteilt. Da sind zum einen die Grundbedürfnisse. Essen, Trinken und ein Dach über dem Kopf. Dann noch Versicherungen, Sparen, seine Hobbys und Reisen. Ein Auto und Kleidung, das heißt mobil sein und ordentlich aussehen, das möchte Peter auch. Noch nicht mit eingerechnet sind Kosten wie die Ausbildung der Kinder und sonstige Ausgaben. Soweit der Stand von heute. Doch wenn Peter in Rente geht, wird sich sein Einkommen nach heutigem Stand etwa halbieren. Das bedeutet, dass von einem auf den anderen Tag monatlich nur noch 1000 Euro zur Verfügung stehen. Was jetzt? Peter denkt nach. Wie teilt er die 1000 Euro auf? Welche Ausgaben kann er streichen? Er überlegt. Es gibt einiges, auf das er auf keinen Fall verzichten möchte. Und nicht wohnen geht eben auch nicht. Wenn er sich für 400 Euro ein Zimmer mietet, dann hätte er noch 600 Euro für den Rest. Auto weg, keine neue Kleidung mehr, nur noch Essen und Trinken. Es hilft alles nichts. Peter muss seine Rente aufstocken, weil er im Alter keine Abstriche machen will. Nun heißt es rechnen. Wie viel braucht er später? Monatlich 1000 Euro sind 12.000 Euro im Jahr. 15 Jahre Rente bedeutet 180.000 Euro, die fehlen. Peter hat aber zum Glück schon verschiedene Sparverträge mit einer voraussichtlichen Auszahlung von ca. 100.000 Euro abgeschlossen. Fehlen also 80.000 Euro und das Problem ist gelöst. Doch er überlegt. 180.000 Euro fehlen heute. Was sind die wohl wert, wenn ich in Rente gehe? Also in 33 Jahren. Peter recherchiert, wie die Preise vor 30 Jahren waren. Anfang der 80er konnte man für 5 Mark, 2,50 Euro, ins Kino gehen. Eine Kugel Zitroneneis für 20 Pfennig, 10 Cent schlecken. Und eine Tageszeitung für 30 Pfennig, 15 Cent lesen. Peter kommt zu dem Schluss, dass 180.000 Euro heute viel Geld ist, aber in 33 Jahren nicht mehr so viel wert sein wird. Er rechnet also erneut und bezieht diesmal eine Inflationsrate von 2% mit ein. Er geht also davon aus, dass in den nächsten 33 Jahren die Preise um 2% pro Jahr ansteigen. Eine solide Annahme. Bei dem Endergebnis fällt er aus allen Wolken. Aus den fehlenden 180.000 Euro werden so 350.000 Euro. Eine stattliche Summe. Gut, für 100.000 Euro hat er ja schon vorgesorgt. Fehlen 250.000 Euro. Ein sehr erschreckendes Ergebnis. Aber es muss doch Möglichkeiten geben, das zu schaffen. Peter wendet sich an Systemimmo Finance. Hier zeigt ihm ein Analyst, wie er es tatsächlich schaffen kann, seine Altersvorsorge zu sichern und was er auf dem Weg zu diesem Ziel unbedingt beachten muss. Als roter Faden dient ihm hierzu das Mandantenzielbild. Es ist eine Art Navigationssystem, unterteilt in 4 große Bausteine. Erstens, die finanzielle Situation im Alter gestalten. Zweitens, existenzgefährdende Risiken aus dem Weg schaffen. Drittens, die aktuelle Kostensituation optimieren. Und viertens, unterstützende Beratung bei den großen finanziellen Entscheidungen. Peter stellt fest,
dass es auf diesem Weg zu schaffen ist. Mit System. Peter füllt mit seinem System Immo Finance Analyst das Mandantenblatt aus. Nach der Aufnahme des Mandantenblatts erhält Peter 2 bis 3 Tage später die Ergebnisse persönlich vorgestellt. Für die Auswertung und Beratung entstehen ihm keine Kosten. Und das Ergebnis überzeugt ihn. Peter trifft auf dieser Basis gute, vorausschauende Entscheidungen. Peter weiß, einmal die richtigen Entscheidungen getroffen. Das macht viel aus.